Ich mache es jetzt zum ersten Mal. Er ist konventioneller Landwirt und will auf Bio umstellen. Weil das hier mich gerade, das sieht doch danach aus, als wenn die nicht in Ordnung sind. Dafür braucht Christoph diese Futterbohnen für seine Tiere, damit deren Fleisch ein Bio-Siegel bekommt. Das sieht mir danach aus, als wenn die angefressen sind. Ob die Bohnen auf seinen Feldern auch wachsen? Nur eine Frage von vielen. Was macht ihr jetzt? Der Krieg in der Ukraine verunsichert Christoph. Preise für Diesel und Futter steigen, Biokäufer zögern. Beim Umstieg auf Bio geht es um seine Existenz und die seiner Familie. Wir sind dabei, wenn er sich entscheidet. Ein Wochenmarkt in Berlin. Ich will wissen, ob Bio trotz Inflation noch gekauft wird. Kaufen Sie Bio-Lebensmittel? Nein. Grundsätzlich nein, ist mir zu teuer. Leider. Ja, sehr gerne, solange wie ich so bezahlen kann. Würde ich gerne, ich würde sogar gerne mehr Bio kaufen eigentlich. Ne? Machen wir eigentlich viel zu wenig gefühlt, aber es kostet schon ein bisschen mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, allein zu leben und das alles, Bio alles alleine einzukaufen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also weil es zu teuer ist. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist der Tagesumsatz für Bio-Lebensmittel im März 2022 um 18% gesunken. Ich frage mich, können Landwirtinnen und Landwirte in diesen Zeiten noch guten Gewissens auf Bio umstellen? Ja. Zurück bei Christoph im Norden Brandenburgs. Hier treffen wir uns zum ersten Mal Mitte März. In 3 Monaten muss er sich entscheiden, damit er dieses Jahr noch alles organisieren kann. Also wenn ich alleine reingehe, ist es nicht so schlimm. Das ist eigentlich hauptsächlich, wenn ja, Gäste, Fremde mit dabei sind, drehen die Jungs hier durch. Ja. Okay. Die Jungs sind seine Bullen. Aus ihnen soll Biorind werden. Deshalb will er für sie später Ackerbohnen anbauen, als Kraftfutter. Bei Bio denke ich erstmal an Tiere, die den ganzen Tag auf der Weide sind. Ich glaube nicht, dass einer möchte, dass wir 240 Bullen hier irgendwo auf der Weide haben, dann kann ich das hier absperren mit Hochsicherheitszaun, weil hier keiner mehr spazieren gehen möchte, glaube ich. Wenn er auf Bio umstellen würde, würde er sie trotzdem im Stall lassen. Dann bräuchten sie draußen einen Auslauf. Christoph müsste umbauen. Also da würde ich mich persönlich nicht vorscheuen, einen Stall umzubauen. Was da eine Herausforderung ist, ist die Bürokratie. Eigentlich jeder, der mich berät, sagt, ja, da wart mal 2 Jahre drauf, dass du dann eine Genehmigung kriegst. Zu diesem Zeitpunkt denkt er noch, der Stallumbau würde 250.000 Euro kosten. Was noch alles auf ihn zukommt, wird er in 2 Monaten von einem Bioberater erfahren. Was Christoph aber jetzt schon weiß, ist, dass Biofutter für seine Tiere teuer wird. Deshalb will er es selbst anbauen. Später soll es mit der Aussaat von Ackerbohnen losgehen. Christoph ist vor 1,5 Jahren mit seiner Familie von Schleswig-Holstein nach Brandenburg gezogen. Mit der Idee, den Hof hier von konventionell auf Bio umzustellen. Seine Pläne passen zu den Zielen der Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag steht, wir wollen 30% Ökolandbau bis zum Jahr 2030 erreichen. Am 1. Januar 2022 waren es knapp 11% der Fläche. Christoph ist kein Bio-Idealist. Für ihn müssen die Zahlen stimmen und die sahen mal besser aus. Verdiente man mit 1 Kilo Bio-Jungbullenfleisch im April 2019 noch 90 Cent mehr als mit konventionellem, waren es im Februar 2022 nur noch 25 Cent mehr. Christoph fragt sich, ob sich die Umstellung lohnen wird. Gleich seht ihr dazu mein Interview. Ich fand's ganz schön krass. Was wollen Sie? Ich will nur wissen, wie man es schafft, dass die Leute Bio konsumieren, damit die Landwirtschaft auch umbaut. Erstmal zurück zu Christoph. In 20 Minuten soll die Maschine eigentlich mit den Ackerbohnen aufs Feld fahren. Aber dann entdeckt er Löcher. Das sieht mir danach aus, als wenn die angefressen sind. Ich würde fast sagen, dass das ein Teilschaden ist, den ich mir einmal dokumentieren muss. Die Fotos sind für den Saatguthändler. So könnte Christoph wenigstens Geld zurückkriegen. Was macht ihr jetzt? Pflanzen wir jetzt trotzdem ein. Aber ich würde schon dann noch mal mit ihnen sprechen und kontrollieren. Ob die hier alle aufgehen, ist sowieso die Frage. Ackerbohnen brauchen viel Wasser. Aber Brandenburg ist eines der trockensten Bundesländer in Deutschland. Deshalb wird das eiweißreiche Tierfutter in der Region bislang eher importiert.
Das wäre Christoph zu teuer. Der Saatguthändler ruft an. Moin. Die sind normal bei Ackerbohnen, also dass da auch so eine Reinfresslöcher, genau. Alles klar, dann haben wir das ja schon mal erfasst. Ja, alles klar. Die Löcher sollen also normal sein. Christoph hat viel darüber gelesen, wie Ackerbohnen in trockenen Regionen funktionieren. Sie müssen möglichst tief in den Boden, nah ans Grundwasser. Wir fahren hinterher. Wird es jetzt schwierig, das zu machen? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ob wir das hinkriegen. Also ich glaube, 8 cm ist möglich. Noch besser wäre noch tiefer, auf 15 cm oder sowas. Um die Aussaat richtig tief hinzubekommen, bräuchte er eigentlich andere Maschinen. Sein Mitarbeiter hat bei dieser hier eingestellt, was geht. Oh, Axel, das sieht aber ganz gut aus. Wenn ich das hier für viel tiefer, aber das sind dann 8 cm müssen, so ungefähr. In 3 Wochen kann er sehen, ob die Keime hier aufgehen. Die Zeit der Ungewissheit gerade ist die schwierigste. Es ist Mitte März. Seit 20 Tagen ist Krieg in der Ukraine. Der Ukraine-Krieg hat zunehmend Auswirkungen auf die globalen Agrarmärkte und Lebensmittelpreise. Der Krieg treibt demnach vor allem die Preise für Energie, Rohstoffe und Getreide in die Höhe. Christoph spürt die hohen Energiepreise schon jetzt. Wenn er auf Bio umstellt, bräuchte er pro Jahr noch mal mehr Diesel als bisher. Warum? Erfahren wir später. Der Dieselpreis an der Tankstelle ist gerade auf einem absoluten Hoch. Lag der durchschnittliche Preis für Dieselkraftstoff in Deutschland Mitte März 2021 noch bei knapp 1,33 Euro pro Liter, waren es Mitte März 2022 2,29 Euro. Für große Mengen kann Christoph einen niedrigeren Preis heraushandeln. Er will jetzt wissen, was 10.000 Liter gerade kosten. Ein guter Preis wäre, würde ich sagen, wo ich jetzt mir mal wieder was absichern würde, wäre so bei, ja tatsächlich sogar bei 1,60 Euro oder sowas. Also beim 1,70 Euro würde ich noch zucken. Er hat seiner Mineralölhändlerin geschrieben, was er braucht. Also, sie ruft schon an. Na, Frau Herrmann, moin. Na, Schumacher. Jetzt können wir beide. Genau. Also 10.000 Liter heute, netto 171,90. Oh, das ist ja schon... Das ist ja schon mal deutlich günstiger als letztes Mal. Das Problem ist aber, dass die Börse gerade so schwankt ist. Das kann in 2 Stunden schon wieder anders sein. Jetzt müsste Christoph eigentlich zucken. Aber wirklich günstig ist es auch nicht. Bei der Menge hat die Händlerin Bedenken. Und wenn wir jetzt einen Kontrakt machen, beispielsweise für eine 1,75 oder 1,76, und im Sommer fallen die Preise, angenommen um 15 Cent, möglich ist es, ja, dann müssen wir uns immer noch in die Augen gucken können. Ne? Ja, das sehe ich auch so. Also genau. Deshalb lässt er es heute doch. Seine Familie kommt zum Mittagessen vorbei. Johannes, komm mal her. Wie war der Kindergarten? Inzwischen muss man ja auch mal generationsübergreifend dort etwas denken, dass wir nicht nur Entscheidungen auf 5 Jahre treffen, sondern dass das am Ende eine Entscheidung, ja, für mich sogar fürs Leben teilweise ist. Ne? Also, genau, ne? Und für dich, du guckst mal, ne, ob du nachher... großer Treckerfahrer wirst. Um auch für seine Familie eine gute Entscheidung zu treffen, braucht er Hilfe vom Fachmann. Im Mai kommt dazu ein Bioberater vorbei. 3 Wochen später schickt Christoph mir Videos von seiner ersten Feldkontrolle. Erst jetzt kann er sehen, ob die Ackerbohnen keimen. Heute kontrollieren wir nochmal die Ackerbohnen, ob sie auflaufen. Es fehlt noch die leichte Aufzählung, aber es scheinen doch ein Großteil aufzulaufen. Immerhin, die Sorgen wegen der Löcher sind weg. Das ist jetzt Anfang Mai, die Entscheidung rückt immer näher, ob er auf Bio umstellt oder nicht. Und die letzten Male, als ich mit Christoph telefoniert habe, war er sich ziemlich unsicher. Und heute hat er einen wichtigen Termin mit einem Berater. Und ich bin mal gespannt, ob ihm das hilft, die Entscheidung zu treffen. Den Bio-Berater hat Christoph beauftragt, weil er sich selbst zu wenig auf dem Biomarkt auskennt. Deshalb will er mit jemandem sprechen, der den Markt professionell einschätzen kann. Ein gutes Ergebnis wäre, dass er mir ja darlegen kann, dass die Preise sich im Biobereich dann doch positiver entwickeln. Also positiver, wollen wir so sagen, dass sie ja doch wieder mehr steigen. Ja, ich weiß das auch nicht. Bioberater Stefan Palme wartet schon. Freut mich, dass Sie da sind. Ja, genau. Das ist zwar nicht so lange. Christoph will ihm zuerst seine Felder zeigen und hören, was er zu den Ackerbohnen sagt.
Ja, wichtig wäre vor allem, dass die Ackerboden eben gleichmäßig auflaufen. Das heißt, dass sie gleichmäßig gekeimt sind. Sie auch im Wachstum schon relativ weit fortgeschritten sind. So ein Olles, ich muss das eigentlich auch nochmal. Ja, nicht ja, die scheiß Melde, ne? Also ich würde es jetzt nicht schlecht sagen, aber hier ist so zumindest, sag ich mal, noch verbesserungsbedürftig. Ne? Könnte man aber alles hinbekommen. Jetzt gerade baut Christoph die Ackerboden konventionell an. Das heißt, er benutzt auch Spritzmittel. Für Bio müsste er das weglassen. Dann würde das Unkraut wie wild wachsen. Damit das nicht passiert, müsste Christoph es mit Maschinen heraushacken. Dafür bräuchte er mehr Diesel. Seit unserem letzten Treffen vor 7 Wochen ist der Dieselpreis jetzt immerhin etwas gesunken. Von 2,29 Euro Mitte März auf 2,08 Euro Anfang Mai. Trotzdem ist er noch fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Auch die Preise für den Stallumbau schätzt er jetzt im Mai etwa 75.000 Euro höher als Mitte März. Und die Inflation steigt auch immer weiter an. Für die nahe Zukunft erwartet der Berater keine höheren Bio-Umsätze. Also wenn man das jetzt sozusagen fortschreiben würde in die Zukunft, ja, dann würde es kaum noch Umstellungen geben. Also muss man ganz klar sagen, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und die letztendliche Entscheidung muss dann der Eigentümer, Eigentümerin treffen. Ja. Da bin ich dann letztendlich zum Glück raus. Ja, danke. Gute Heimfahrt. Christoph wird jetzt nicht direkt aussprechen, wie er sich entscheidet, aber ich sehe es ihm an. Ja, auch wenn man eine vielleicht Entscheidung getroffen hat gegen ein Projekt, das fühlt sich doch gar nicht so schlecht an erstmal. Ne? Ich mache nur, wenn es wirtschaftlich auch richtig Sinn macht. Ne? Dann habe ich auch richtig Lust zu Bio, weil es ein relativ spannendes Feld ist. Aber wenn das wirtschaftlich nicht passt, bin ich eher der Typ, der sagt, nee, dann lass uns mal lieber beim Alten bleiben. Ich finde es schade, dass ich die Umstellung hier erstmal nicht mehr miterleben werde. Ich bin jetzt mit Renate Künast verabredet. Sie war ja mal Landwirtschaftsministerin und ist jetzt agrarpolitische Sprecherin der Grünen. Und sie hat in den letzten Tagen auch immer wieder betont, wie wichtig es sei, an den Zielen der Agrarwende der Koalition festzuhalten. Aber was mir dann noch so ein bisschen fehlt, ist, wie sie das konkret schaffen will. Denn ein wichtiger Punkt bei der Agrarwende ist die Biolandwirtschaft. Sie planen ja weiterhin noch 30% bis 2030 zu erreichen. Wie wollen Sie das denn machen? Wir werden eine ganze Menge an Programmen auflegen. Es wird ein Bundesprogramm ökologischer Landbau geben, mit dem Ergebnis mehr Mittel noch gezielter fördern. Das wird ergänzt durch Kampagnen zur Gemeinschaftsverpflegung. Die werden das auch machen. Selbst der Bundestag wird dann mehr Bio kaufen für seine Kantinen. Und es wird überall die Nachfrage dazu steigen. Wir haben eine Umfrage auf einem Markt gemacht. Und da haben viele Menschen gesagt, ich würde total gerne Bio kaufen, kann es mir nicht mehr leisten. Also, ja. Ja, aber das Konventionelle ist auch teurer geworden. Ja, ja, aber irgendwas muss man ja essen. Und wenn das natürlich, Konventionelle ja. Und das Biologische... Aber Sie wollen ja jetzt nicht Bio ausreden. Ich habe gerade ein Störgefühl. Nee, ich will Sie nicht sind Bio jünger aufreden. Als ich. Die Klimakrise, die Artenvielfaltskrise. Sie leben auf dieser Erde vermutlich viel länger als ich. Was wollen Sie? Ich will nur wissen, wie man es schafft, dass die Leute Bio konsumieren, damit die Landwirtschaft auch umbaut. Wir haben auf Bio ausgerichtete Fördertatbestände, die werden auch weitergehen. Wir werden von der konventionellen Landwirtschaft, damit sie an europäische Gelder und so weiter kommt, immer mehr Kriterien haben, dass sie sozusagen weniger die Umwelt belasten und sich mehr anstrengen müssen. Insofern fängt es an, sich auszugleichen. Konventionelle Landwirtschaft solle also unattraktiver werden, damit sich Biolandwirtschaft mehr lohne. Es wird auch irgendwann immer mehr den Zwang geben, in die Richtung Landwirtschaft rein zu zeigen, dass sie ihre Beiträge leistet. Ja, und das richtet sich vielleicht weniger an die Bauern als an die Industrie und Verbände und so. Weil man hat die Bauern jahrzehntelang darauf geschoben, einfach viel Chemie und alles extern als Düngemittel einzusetzen, die ganzen alten Techniken nicht weiterentwickelt. Ich zeige ihr ein Video von Christoph. Das ist leider jetzt wirklich sehr laut hier, aber ich probiere es einfach. Ja, dafür ist er eigentlich zu jung, um beim Alten zu bleiben. Ich kann das nicht. Er ist ein Zahlenmensch. Also ja, er ist kein Bio-Idealist. Aber das sind ja viele. Darauf kommt es ja nicht an. Also du musst nicht Bio-Idealist zu sein, sondern es ist einfach ein Unternehmen. Darum geht es ja. Es ist ein Unternehmen und das muss er entscheiden. Das muss er entscheiden und es muss er für sich rechnen. Ich weiß nur, dass der Bio-Bereich ein Marktteil ist, der weiter wachsen wird, auch weil er wachsen muss. Und
Es wird in allen anderen Bereichen auch Strategien und Verantwortung geben, zum Beispiel Pestizide und chemisch-synthetischen Dünger zu reduzieren. Das muss er ja auch alles einrechnen. Sagt, er braucht Planungssicherheit, um das zu machen. Nun können wir keinem Unternehmen, egal ob es ein Bauer ist, ein Eisverkäufer, Regenschirm, Autohersteller, wir wollen ja auch nicht aus der Marktwirtschaft, eine hundertprozentige Garantie geben. Das kann man nicht machen. Es ist freie Marktwirtschaft, man muss ja selber entscheiden. Glauben Sie, dass es am Ende klappen wird, 30% bis 2030? Was soll ich denn sagen? Ich stelle mich doch nicht hin und sage Ihnen, ich glaube es nicht. Es ist auch gar keine Glaubensfrage, sondern es ist eine Frage der Notwendigkeiten. Die Bundesregierung will also an den Umstellungen festhalten. Planungssicherheit für Landwirte scheint sie nicht geben zu können. Ich will wissen, was Christoph dazu sagt. Christoph, war? So, einmal hat sie gesagt, du bist mit deinen 33 Jahren zu jung, um beim Alten zu bleiben. Ja, ich sag mal, dass wir uns verändern und dass wir heute für neue Dinge offen sind, das sind wir ja. Wir werden den Betrieb schon umbauen in den nächsten, also ne, da wird ja irgendwas kommen, aber ob das jetzt morgen Biolandwirtschaft ist, das weiß ich eben nicht. Das war schon das Funkloch. Wie ist denn das bei euch? Kauft ihr Bio oder wollt ihr in Zukunft mehr Bio kaufen? Schreibt es uns hier rein. Und sehr empfehlen möchte ich euch zwei Videos von Kolleginnen. Hier geht es einmal ums Thema Drug Checking und da geht es um Organspende und warum das so schwierig sein kann, obwohl beide Parteien einverstanden sind und es auch medizinisch passt.